Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Euronogo mit Ausgabe Nummer 6. Servus, Stefan. Hallo, Markus. Und wie schaut's aus? Ja, bist gut drauf? Gut schaut's aus. Ja, ich bin gut drauf. Erstens mal hat Österreich gewonnen und zweitens mal mag ich diese Sendung nach dem Spiel, also nach dem Österreich-Spiel mehr als nach dem deutschen Spiel, weil dann brauche ich mir nur das Spiel anschauen und kann dann blöd reden. Ja, aber blöd reden tust du eh immer. Eben, aber nur blöd reden. Und das letzte Mal muss man sich immer so noch vorbereiten und eine Ausschau auf das nächste Spiel geben. Und das ist wieder mit Arbeit verbunden. Und da ist jetzt da heute mehr Vergnügen. Vor allem nach so einem Ergebnis. Ja, aber nachdem es ja dann eben so aussieht, als würde Österreich weiterkommen oder die Chancen jetzt eigentlich gut besser stehen, würde es heißen, dann musste ich dann fürs Achtelfinale auch noch wieder vorbereiten. Das mache ich dann natürlich gerne. Okay. Und für unsere Hörer machst du sowieso alles gerne, oder? Alles nicht, aber das meiste. Okay, na dann. Nur für deine Frau machst du alles gerne. Natürlich. Ja, wunderbar. Vor allem haben wir ja morgen unseren 5. Hochzeitstag. Oh, na dann. Also in Zeiten wie diesen mache ich dann immer alles gerne. Na super, zum Glück war das Spiel dann heute und nicht morgen. Da muss man halt auch Prioritäten setzen. Ja, hast. Ja, ich sehe schon das Euro-No-Go-Drama bei, ja. Gut, aber jetzt gerade wieder ein paar Minuten erst vorbei. Polen gegen Österreich. Österreich hat sich durchsetzen können. Aber kein Wunder, ja. Du hast es getippt, ich habe es getippt, unser Orakel hat es getippt, da konnte eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Genau, konnte eigentlich nichts schief gehen. Man hatte auch nur eigentlich 15 Minuten das Gefühl, dass jetzt noch was schief gehen kann. Aber im Großen und Ganzen war das dann schon ein sehr souveräner Auftritt der Österreicher. Und im Vorfeld irgendwie ein bisschen, also ich war überrascht über die, also dass es gleich drei Wechsel gab. Wir haben ja in der Defensive schon vielleicht mit einem spekuliert, dass vielleicht Trauner statt Böber reinkommt, aber dass die beiden Innenverteidiger gewechselt werden und entgegen unserer Einschätzung auch Arnautovic beginnt. Wie überrascht warst du? Ja, da war ich schon sehr überrascht, dass die Rotation in der Innenverteidigung habe ich gut verstanden. Arnautovic habe ich jetzt dann, wie ich das Spiel gesehen habe, dann auch gut verstanden, weil der einfach gut Spieler angezogen hat und damit auch Räume geschaffen hat. Dafür weniger gelaufen ist vorne wie ein Gregoritsch, aber dafür eben auf eine andere Art für Räume gesorgt hat und dadurch auch ein bisschen für Gefahr gesorgt hat. Die Innenverteidiger sind beide ausgewechselt worden, also es hat begonnen Lienhardt statt Danso und Trauner statt Wöber oder umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht, aber ist ja auch wurscht, Innenverteidiger ist Innenverteidiger. Und ja, mit den gelben Karten ist das natürlich so eine Krux und ich glaube halt schon, und das war auch wieder in dem Spiel sehr sichtbar, dass Ralf Rangnick sowohl die Gegner liest und die auch sehr genau einstudiert und der halt bei Österreich aus dem Vollen schöpfen kann. Das heißt, der hat den Kader so tief nominiert, dass er quasi für jedes Spiel dem Gegner entsprechend aufstellen kann, und das heißt jetzt nicht, dass sich Österreich mit dem Spielstil an den Gegner anpassen muss, aber das heißt schon, dass man da schon Spielertypen jetzt da reinbringt, um das Österreich-Spiel einerseits aufzuziehen, aber andererseits auch gut reagieren zu können und gut mit Konter bzw. mit Angriffen der gegnerischen Mannschaft umgehen kann. Also du meinst immer so, da wo man die Schwächen des Gegners erkannt hat, dann dort die Spieler halt entsprechend einzusetzen und aufzustellen? Genau. Und das zelebriert Ralf Rangnick, möchte ich schon sagen. Okay. Ja. Also, ich gebe jetzt mal eine Analyse oder meine Analyse zu dem Auftritt der Österreicher. Und ich finde, es war von Beginn an ein sehr intensives Spiel der österreichischen Nationalmannschaft. Es war ein viel intensiveres Spiel als gegen Frankreich. Man hat sich viel mehr zugetraut und das hat man von Anfang an gemerkt. Also, es war bis zum 1:0 ein intensives Spiel, es hat schnelle Pässe gegeben, es hat ein perfektes Stellungsspiel gegeben, man war die ganze Zeit im 16 oder beim 16er der Polen bzw. in der gegnerischen Halbzeit und das hat man auch relativ schnell belohnt mit dem 1:0, dass Trauner geschossen hat, also das alleine bestätigt schon die Aufstellung von Trauner, und zwar hat er da bei Kopf das ins kurze Eck gezielt und getroffen und ja, das war eindeutig eine einstudierte Variante, er hat sich sofort am kurzen Eck platziert beim Out-Entwurf und der zweite, den ersten Ball hat er nicht erwischt und beim zweiten
Ball ist er wieder aufs kurze Eck angespielt worden und den hat er dann gut verwandelt. Und nach dem 1:0 war ersichtlich, dass der Matchplan dann geändert wurde oder dass man da halt ein bisschen einen anderen Matchplan verfolgt hat. Denn man hat mit weniger Intensität gespielt, mit merklich weniger Intensität. Das intensive Anlaufen war nur noch der Fall, wenn man eine numerische Mehrzahl hat am Feld oder im Teil des Feldes, wo der Ball eben war. Und sonst hat man Polen schon ein bisschen noch kommen lassen. Das hat vielleicht auch den Sinn gehabt, dass man vielleicht ein bisschen Energie spart, dass man die 90 Minuten schafft, weil wenn man wirklich so intensiv spielt wie in den ersten 10 Minuten, dann könnte einem vielleicht die Puste ausgehen. Vielleicht wollte man da ein bisschen dann dagegen ankämpfen und Vorsorge tragen. Aber ja, man hat halt sich nicht mehr vom 16er festgesetzt und da so ein Powerplay gemacht, sondern man hat eben auch, wenn man gemerkt hat, dass die Polen hinten mauern und man keine Lücke gefunden hat, dann hat man auch schon einmal zu Patrick Benz nach hinten gespielt und den Spielaufbau von vorne gestartet, um so ein bisschen wieder für Bewegung vorne reinzubringen, in den vorderen Reihen reinzubringen, auch in den Abwehrreihen der Polen reinzubringen und vielleicht auch, dass da somit neue Lücken entstehen. Aber es wurden dann von hinten heraus vor allem die Fehlpässe immer mehr und man kam in unnötige Drucksituationen der Polen, weil ja auch die Fehlpässe in Situationen gespielt wurden, wo Österreich nicht im Druck war. Also man hat da wirklich Schleißigkeitsfehler und Konzentrationsfehler gezeigt und das hat dann quasi daraus resultiert, dass Polen meiner Meinung nach auch verdient ausgeglichen hat. Es war jetzt nicht das Übergewicht der Polen und nicht so das Chancenplus, wie die Österreicher das in den ersten Minuten hatten. Aber die Polen sind immer wieder giftig vor das Tor gekommen und haben auch dann ihre Chancen gehabt und haben den Schuss verwandelt. Und das war auch meiner Meinung nach ein klassischer Abwehrfehler. Da war die Bewegung im Spiel der Österreich nicht mehr um Trauner herum, waren drei polnische Spieler, den ersten Schuss konnte er noch blocken, im zweiten Schuss war er chancenlos und Patrick Benz chancenlos und dann darf man sich nicht wundern, dass es dann auf plötzlich 1:1 steht. Und was eben ja, diese Passivität, die du schon gesagt hast, irgendwie geschuldet war. Genau. Plus, ja, die Stammtischgruppe währenddessen auch die Frage aufkam wieder, beziehungsweise bei den Experten im TV wieder eben, es war ja noch vor dem Elfmeter, glaube ich, vier Polen so geballt stehen können und ich glaube, zwei davon nicht gescheit gedeckt und dann zweimal so zum Abschluss zu kommen, da hat man irgendwie in dem Fenster irgendwie gebettelt gehabt um den Ausgleich. Genau, also das war irgendwie eine Mischung aus Unkonzentriertheit und vielleicht auch ein bisschen Unbekümmertheit und dadurch Fahrlässigkeit. Also jetzt habe ich sehr viele Eigenschaftsworte da verwendet, sehr viele nominelle Eigenschaftsworte verwendet für dieses Unding, was da geschehen ist. Aber ja, 1:1 in der um die 30. Minute herum ist noch nicht viel passiert. Man hat noch genug Zeit, um das Spiel wieder auf seine Seite lenken zu können. Aber man hat jetzt halt auch die Gefahr, dass Polen auch trifft und in Führung geht. Und Polen hat ja auch noch einen Robert Lewandowski auf der Bank zu diesem Zeitpunkt gehabt. Mhm. In der ersten Halbzeit ist dann auch gar nichts mehr wirklich passiert. Zweite Halbzeit ist Österreich kurz vor der Halbzeit den Penz gut gehalten hat, glaube ich. Der war nicht schlecht geschossen. Der Freischuss, die letzte Aktion der ersten Halbzeit, ja, hat er gut gehalten, gut pariert, aber dafür steht er ja auch im Tor. Aber in der zweiten Halbzeit hat halt Österreich schon wieder ein anderes Gesicht gezeigt. Ralf Rangnick hat meine Worte gehört und hat genau das den Spielern gesagt. Und sie haben wieder aktiver gespielt, sie haben vor allem konzentrierter gespielt und sie haben wieder druckvoller agiert. Grilic ist in der Kabine geblieben, wie man ist gekommen. Grilic hat nicht den besten Tag erwischt, würde ich sagen. Hat viele Fehlpässe produziert ungenau und manchmal auch schlechtes Stellungsspiel. Also das war schon gut, dass man den ausgetauscht hat. Hat gegen Frankreich meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht und ja, jetzt halt eine eher schwächere erste Halbzeit gespielt und Wimmer hat dann auf der Seite für quasi neue Kraft und Akzente gesorgt und hat auch die ein oder andere Chance vorgefunden. Und Lewandowski ist übrigens dann ab der 60. Minute gekommen, zu einem Zeitpunkt, wo schon Österreich wieder das Spiel an sich gerissen hat und mehr Chancen kreiert hat als die Polen.
Und das 1:2 ist dann eigentlich, ich glaube, 2 Minuten nach der Einwechslung von Lewandowski gelungen für Österreich. Deswegen 1:2, weil ja Österreich auswärts gespielt hat, quasi vom Spieldings her. Und Christoph Baumgartner hat einen wunderschönen Flachschuss da verwandelt. Und auch das war ein schön herausgespieltes Tor von einem Außenverteidiger nach innen gespielt. Arnautović ist schön drüber gestiegen, hat dadurch Raum für Baumgartner geschaffen. Und Baumgartner hat dann den Ball schön verwandelt. Und das zeigt einmal mehr, dass diese Mannschaft wirklich intakt ist und dass da jeder die Spielabläufe kennt. Und wer uns aus unserer Bundesliga-Zeit kennt, wenn wir uns um Austria und Rapid kümmern, dann würden wir uns wünschen, dass unsere Mannschaften manchmal so blind zusammenspielen können wie das österreichische Nationalteam oder auch teilweise jetzt in den letzten Spielen das deutsche Nationalteam. Naja, dass die blind spielen, haben wir schon ab und zu das Gefühl. Und die trainieren nicht täglich miteinander, sondern nur ein paar Mal im Jahr und schaffen es trotzdem. Also das ist schon ganz großes Kino, was da derzeit gezeigt wird, und das sollten wir auch genießen. Und ich komme ja aus dem Reden gar nicht mehr raus. Also ich muss ja sagen, dass ich bis zu diesem 1:2 nicht so überzeugt war vom Schachzug Arnautović ganz vorne. Ja, ich glaube, er hat hier oder da ein, zwei Möglichkeiten gehabt, aber eigentlich war er dabei permanent im Abseits gestanden, immer entweder ziemlich deutlich oder ein Stückchen. Und aber dann eben, ja, mit dem sozusagen Teilassist für Baumgartner und danach eben mit der Szene, auf die du jetzt gleich kommen wirst, hat er dann doch alles gerechtfertigt und Ralf Rangnick hat mal wieder recht behalten. Genau, weil Arnautović ist halt ein Unterschiedsspieler und Arnautović hat halt auch schon ein gewisses Alter erreicht, der nicht, und dadurch kann er ja rein anatomisch schon nicht die Intensität gehen wie die anderen jüngeren Spieler. Aber er hat seine Rolle im Team und er sorgt immer wieder für Gefahr, und wie ich es eingangs erwähnt habe, er bindet halt auch Spieler an sich, und er bindet wahrscheinlich mehr Spieler an sich, als ein Gregoritsch an sich binden würde, und er schafft dadurch Räume. Und dann kam es zum Elfmeter für Österreich. Sabitzer ist gefoult worden vom Tormann Szczęsny und Arnautović hat den dann schön verwandelt und ist dann unter Tränen, unter Freudentränen, glaube ich, vom Platz gegangen. Wenn er jetzt irgendwas im Interview gesagt hat, warum er geweint hat, dann weiß ich es nicht, wenn irgendwas anderes passiert ist oder so. Aber ich habe ihn nur unter Freudentränen vom Platz gehen gesehen und er hat immer Herz Richtung Tribüne gezeigt. Ich schätze mal, dass da seine Frau gesessen ist und er ihr Bussis geschickt hat. Sehr romantisch. Werde ich morgen auch. Ja, machen. Wir sitzen ja sofort nach dem Match eigentlich, machen kurz die Social Media Postings und dann nehmen wir gleich für euch auf. Deswegen können wir nicht alle Stimmen noch mitverfolgen und alle Analysen-Experten abwarten. Weil, ja, gut. Genau, aber ihr könnt halt unsere Stimmen verfolgen, was eh viel schöner ist. So schaut's aus. Also, so schaut's aus. Ja. Mein letzter Satz noch zu Arnautović. Ich wollte nur sagen, dass dieser souverän verwandelnde Elfmeter einfach zeigt, dass in Ralfs Rangnick-Mannschaft jeder Spieler wichtig ist und jeder Spieler seine gewisse Rolle auch spielt. Ja, ist auch gut so und spricht auch wieder für den Trainer. Ja. Beim Elfmeter hast du da kurzzeitig gedacht, oh, Elfer und Rot, oder? Weil so wie die erste Einstellung für mich war, habe ich schon gedacht, wirklich zum Ball ist Szczęsny da für mich nicht gegangen und räumt einen Sabitzer voll ab. In den Wiederholungen hat man das schon gesehen. Ja, war dann auch, glaube ich, dass es Sabitzer irgendwo ein bisschen Danken mitgenommen hat am Schluss. Ja, ich sage jetzt noch zwei Sätze zum Spiel. Österreich hat es dann nach dem 3-1 nur besser gemacht als nach dem 1-0 und ist am Drücker geblieben und hat noch mehrere Torchancen gehabt. Und analog zu den Ungarn im letzten Deutschlandspiel hat Polen für mich dann auch platt gewirkt und die haben eigentlich ab der 80. Minute nicht mehr reagieren können und sind auch nicht mehr gefährlich vors Tor gekommen. Oder einmal noch kurz vors Tor, da war Ball daneben. Aber jetzt zu der Elfer-Szene. Ich verstehe nicht, dass es da nicht rot gegeben hat, weil Szczęsny war weit weg vom Ball, weil mit Abstand der letzte Mann am Feld hat Sabitzer ist leicht gefallen. Das stimmt, aber es gab die Berührung am Bein mit dem Kopf. Das heißt, Sabitzer wurde das Bein gestellt und ich kenne die Regel nur, dass es dann eigentlich rot geben muss. Und darüber hinaus hat es ja dann noch ein klares Hands im Strafraum von den Polen gegeben danach, was auch nicht geahndet wurde. Also ich meine, der hat ja die Hand nicht am Körper, sondern die Hand schützend vors Gesicht ausgefahren, Ellbogen, aber eben nicht vorm Körper, sondern seitlich und den Ball dadurch voll, also dadurch offensichtlich abgelenkt. Und
Also normalerweise ist das ein Fixelfmeter. Und man kann nur froh sein, dass da schon 3-1 gestanden ist. Sonst fand ich den Schiedsrichter wirklich souverän und hat das Spiel gut geleitet. Diese Elfer-Szenen und auch vielleicht die rote Karte-Szene, weil aus dem Spiel heraus beim Tormann kann es schon so ausgesehen haben, als hätte er den Ball berührt oder wollte den Ball berühren und klar zum Ball. Das kreide ich dann eher den VAR an. Ja, also er hat schon diesen Hechter Richtung Ball noch gemacht, aber eben nur Sabitzer erwischt, beziehungsweise kam es da eben Ja. zu dem deutlichen Kontakt. Und ja, also für den anderen, ja, glaube ich, hätte man geben können, aber für mich wäre das kein Muss-Handelfmeter gewesen. Ah. Ich bin froh, dass es 3 zu 1 gestanden ist, weil wenn es 1 zu 1 gestanden ist und so ein Elfer wäre nicht gegeben, dann hätte ich dann schon wieder hier an dieser Stelle weinerlich gesprochen zu dir. Ja, ist ja alles gut gegangen. Ja. Damit hat man jetzt 3 Punkte am Konto. Ja, Polen ist weg, weil selbst wenn die jetzt. Na gut, warten wir mal das letzte Spiel noch Ja, ab, genau. aber es schaut nicht gut aus, sagen wir so. Also an Österreich werden sie nicht mehr vorbeiziehen können, weil sie können maximal jetzt noch 3 Punkte holen und dann der direkte Vergleich gilt für Österreich. Und Genau. das habe ich jetzt kurzzeitig noch mitgekriegt, dass Baumgartner eben schon selbstbewusst nach dem Match im Mikro stand und gesagt hat, ja, es rechnet sich auch gegen die Niederlande was aus und glaubt auch da, dass man nicht chancenlos ist und kann sich da auch da mit der passenden Einstellung und Leistung vorstellen, dass da zählbares vielleicht sogar ein Sieg geholt wird. Ja, also wenn wann keine breite Brust haben, wenn nicht jetzt. Also ich verstehe das und man hat ja auch gegen Polen, also Niederlande gegen Polen gesehen, dass Niederlande verwundbar ist. Und man kann jetzt dann natürlich auch 1:1 zusammenzählen und sagen, ja, wenn Polen schon fast die Niederlande an den Rand einer Niederlage bzw. an einen Unentschieden bringt, warum soll das dann Österreich nicht können? Und schauen wir mal, wie das Spiel heute ausgeht, weil wenn Frankreich heute gegen Niederlande gewinnt, dann ist die Niederlande mehr unter Druck als Österreich, weil Österreich kann in dieser Gruppe eigentlich nur überraschen, auch wenn sie der Geheimfavorit sind. Aber in Wahrheit zählt ja dann wirklich nur das, was bei der Euro gespielt wird. Und wenn man die Gruppe ohne diese Regelung, dass die stärksten Dritten aufsteigen, verlassen will mit Aufstieg, dann muss man gegen die Niederlande auf jeden Fall punkten nochmal. Ja, schauen wir mal, wie alles läuft. Es könnte dann eigentlich gut sein oder sollte eigentlich so sein, nachdem jetzt Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, beide 3 Punkte haben, dass beide eben so ein Unentschieden reicht, um dann die K.O.-Runde gemeinsam zu buchen. Genau. Die K.O.-Runde gebucht hat schon Deutschland. Genau. Da kommt es aber zu einem sehr interessanten Duell gegen die Schweiz, weil für die Schweiz geht es ja um noch was eigentlich. Ja, also die Schweiz hat jetzt schon diese 4 Punkte, die Österreich noch mindestens anstrebt, am Konto. Und bisher ist dieses Format ja noch relativ neu nach der Aufstockung bei der Euro, dass es ein Team dann mit oder eine Nation mit 4 Punkten noch tatsächlich immer geschafft hat, noch die K.O.-Runde dann zu erreichen. Deswegen rechnen sich die Schweizer da, glaube ich, auch jetzt schon gute Chancen aus, das auch zu vollführen. Ich denke mal, auch in diesem Match könnte es darauf hinauflaufen, theoretisch, dass es ein X wird und dann beide zufrieden im Achtelfinale mit dabei sind. Deutschland wäre in dem Fall Gruppensieger und die Schweiz würde als Zweiter weiterkommen. Aber ja, Murat Yakin geht schon selbstbewusst in dieses Duell auch, der Trainer der Nati, und hat schon gesagt, ja, sie werden stark dran arbeiten und versuchen, die Deutschen zu ärgern. Und wir werden es nachher noch in einer kleinen Stellungnahme von einer Gaststimme hören. Die Quali war jetzt durchwachsen. Es gab nur eine Niederlage, die im letzten Match in Rumänien mit 0 zu 1. Ansonsten 4 Siege, 5 Unentschieden. Mit 17 Punkten ist man 2 Punkte vor Israel ins Ziel gekommen und hat damit es direkt geschafft, sich für die Euro zu qualifizieren. Und im ersten Match gegen Ungarn hat man gerade in der ersten Halbzeit eine tolle Leistung gezeigt. Murat Yakin hat da überrascht, hat Kwadwo Duwa vorne in den Sturm gestellt und der hat ihn schon nach 12 Minuten zurückgezahlt und hat die Eidgenossen in Führung gebracht. Ebischer dann kurz vor der Halbzeit mit dem 2 zu 0. Zweiten Hälfte sind die Ungarn dann durchaus besser aufgekommen, aber und waren auch hier und da noch mit dran, vielleicht am Ausgleich zu schnuppern, aber Embolo dann im Finish dann, dass er noch das 3 zu 1 gemacht hat nach dem Abwehrfehler,
der Ungarn das ausgenutzt und damit den Sack zu. Und im zweiten Match hat er dann Murat Yakin erneut so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Da war es dann eben Shaqiri, den er wieder gebracht hat und der dann ebenfalls sich gleich Danke gesagt hat zum Trainer mit einem wirklich herausragenden Schuss zum 1:1 Ausgleich, was dann im Endeffekt auch der Endstand war. Ich meine, schön vorbereitet von einem Schotten, aber trotzdem der Treffer per se und der Schuss wirklich toll und sehenswert. Und so wie du gesagt hast, Richtung Gelbsperren sind vier Schweizer schon vorbelastet. Und zwar Widmer, Freuler sowie dann Rodriguez und Sierro auf Schweizer Seite. Also Murat Yakin hat auch schon eine gelbe Karte gesehen. Genau, und mit der wichtigste Spieler ist natürlich ganz klar Granit Xhaka von jetzt Doppelsieger Bayer Leverkusen, hat in der deutschen Bundesliga eine tolle Saison gespielt, ist Dreh- und Angelpunkt und hat das, denke ich mal, besonders gut gezeigt gleich im Auftaktmatch gegen die Ungarn. Da haben die Ungarn gerade in den ersten 45 Minuten ziemlich werken lassen, was dann eben dann auch ein großer Fehler war und er, obwohl er kein Torschütze war, zum Spieler des Spiels gewählt wurde oder ernannt wurde. Und da haben die Schotten hier schon wesentlich besser gemacht und gezeigt, wie man ihn in Ansatz weiter neutralisieren kann. Ich glaube, da wird mitunter der Schlüssel drin liegen, Granit Xhaka so gut es geht auf die Füße zu stehen, ihn nicht schalten und walten zu lassen. Und da könnte es interessanterweise zu einem Teamkollegen-Duell kommen, weil Robert Andrich ebenfalls in Leverkusen angestellt, ist zwar jetzt auch schon gelb vorbelastet, also vielleicht wird hier etwas von Julian Nagelsmann rotiert, man wird sehen, aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass er hier gerade abgestellt wird, um dann seinen Vereinskollegen zu versuchen zu neutralisieren. Auf deutscher Seite eben Rüdiger und Mittelstädt im Ungarnspiel gelb gesehen und eben wie erwähnt Andrich und auch Tah im Schottenmatch schon verwarnt worden. Das heißt, da muss man aufpassen mit Sperren und hier könnte es eben sein, aus diesem Grund, dass vielleicht der ein oder andere etwas rotiert wird. Man wird es abwarten, wie es tatsächlich läuft. Wer von Expertenseite ein bisschen angegangen worden ist, jetzt gerade nach diesem Schottland-Spiel und damit sicher auch nicht seine beste Leistung abgerufen hat, war Fabian Scher, der hat da eben mit dem unglücklichen Eigentor, das Tor für die Schotten, war da mit verantwortlich. Es wurde, glaube ich, jetzt offiziell nicht als Eigentor gewertet, aber hat großen Anteil, dass dann Jan Sommer nichts mehr auszurichten hatte und war auch sonst nicht wirklich im Bilde, hat einmal noch große Probleme gehabt gegen Henley, wo es dann der Pfostenball der Schotten gab. Also hier könnte es sein, dass Nico Elvedi für ihn reinrückt auf Seiten der Schweizer. Wobei irgendwo auch schon die Frage war, dass vielleicht Elvedi doch für einen anderen Abwehrspieler noch reinrücken kann. Also hier werden wir mal gespannt sein, was Murat Yakin aus dem Hut zaubert für dieses Match. Und ich gebe jetzt das Wort noch an den Chris weiter. Der gibt uns ein paar Eindrücke direkt aus der Schweiz, wie da im Moment so die Stimmung ist in der Nation. Ein paar Insights auch eben auch von kadertechnisch von ihm noch mit dazu. Er ist ein relativ neues Mitglied und unserer Stammtischgruppe wohnt jetzt derzeit in der Nähe von Zug und ist eigentlich dann auch noch Rapidler, aber er gibt uns eben jetzt ein paar Einblicke. Ja, grüezi miteinander, ihr beiden. Schöne Grüße aus der Schweiz. Ich melde mich da mit einem kleinen Update sozusagen, was die EM betrifft hier aus unserer Sicht. Es gibt hier die klassischen Public Viewings. Es ist einfach das Bier ein bisschen teurer als sonst überall wahrscheinlich. Das Wetter ist leider auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass wir einfach sehr multikulti hier sind im Land, hast du einfach wirklich alle Fans vertreten. Egal bei welchem Spiel, du siehst irgendwie alle Trikots. Also eine kleine lustige Anekdote. Als das Albanien-Tor gegen die Italiener gefallen ist, war die Nachbarschaft wahrscheinlich fünfmal so laut, als das bei einem Schweizer Tor zum Beispiel wahrscheinlich gewesen wäre. Ja, sportlich gesehen, man ist ja durch die Quali eigentlich mehr gestolpert als marschiert, muss ich sagen. Damals schon Kritik an Yakin, erinnert mich ein bisschen so an die Franco-Foda-Situation beim ÖFB damals, der trotz einem super Kader eigentlich auch nicht wirklich attraktiv spielen hat lassen oder nicht können hat lassen oder wie auch immer. Aber man ist ja mit 4 Punkten super im Rennen. Jetzt das Duell gegen die Deutschen. Denke mal, dass die Deutschen jetzt nicht unbedingt mit der A11 auftreten werden, weil da gibt es ja 2, 3 Gelbgefährdete.
Das heißt, glaube ich, für die Schweiz reicht der Unentschieden fix für Platz 2. Und selbst Platz 3 haben sie ja, glaube ich, 6 Tore oder so auf die Schotten gut, unter Anführungszeichen. Also das wird einmal ganz sicher ins Achtelfinale gehen und danach muss man einfach schauen. Ich glaube, der Kader ist cool, also wirklich gut ausbalanciert, auch mit dem Xhaka natürlich überragend. Und alles andere wird man dann sehen, je nach Gegner und so weiter. Also man hat es ja bei der letzten EM gesehen, als sie die Franzosen ausgeschaltet haben. Es ist, glaube ich, viel möglich, aber ja, die Leute sind ein bisschen skeptisch da und die ganz riesige Euphorie ist noch nicht da, aber man wird sehen und ich freue mich auf weitere Spiele und wünsche euch noch alles Gute und vielleicht hört man sich ja bald wieder. Ciao miteinander, tschüss. Ja, wir sagen vielen lieben Dank, Chris. Und danke. Vielleicht hören wir ja nochmal irgendwas demnächst von ihm, wenn es was mit der Schweizer Nationalmannschaft oder vielleicht auch mit einem Schweizer Team, auf das Rapid oder die Austria trifft, zu tun hat. Last but not least, wir haben es das letzte Mal schon eingeführt, Schiedsrichter der Partie ist der Italiener Daniele Orsato und das ist ein gutes Omen. Also sagen wir so, der deutsche Gruppensieg ist genauso schon fix wie die Finalteilnahme, weil wenn Orsato Deutschland gepfiffen hat, war bis jetzt 5-mal der Fall, hat man nie verloren. Und das heißt, du mit deinen komischen Schiedsrichterstatistiken da. Ja. Aber jetzt hast du uns viel über die Schweizer Nationalmannschaft schon erzählt. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich über die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Weil ich habe jetzt vorher im Ersten gehört, dass da jetzt schon Spekulationen gibt in Deutschland. Ist es gut, Erster zu werden? Oder soll man nicht doch auch ein bisschen taktisch spielen und mit einem zweiten Platz schon zufrieden sein, weil man dann vielleicht einen leichteren Weg Richtung Finale bekommt? Was ist da deine Meinung? Hast du davon was gehört oder ist das an dir vorbeigegangen? Ist bis jetzt an mir vorbeigegangen. Wir haben das Österreich-Match im österreichischen TV angeschaut. Meine Frau ist nicht so drauf erpicht, im deutschen TV sich das zu geben. Und von daher habe ich das nicht so mitbekommen. Ich habe schon eben gehört, als Gruppensieger wird man eben aus dieser England-Gruppe den zweiten erwischen. Und so wie bis jetzt die Three Lions aufgetreten sind, könnte es ja theoretisch auch passieren, dass die Zweiter werden, obwohl sie bis jetzt nicht so schlecht dastehen. Aber souverän war das nicht. Und dass sie den Gruppensieg jetzt schon fix in der Tasche haben, wäre es auch nicht. Das heißt, eben als Erster könnte es der Fall sein, dass dann, wenn England nur Zweiter wird, gleich eben die Briten werden, was mit Sicherheit extrem unangenehm wäre, was eben auch ein Gegner wäre, gegen die man in der letzten Zeit ja überschaubar gut ausgesehen hat. Wäre natürlich schon ein großer Brocken. Also ja, aber ich glaube, man kann eben immer nur die eigene Leistung beeinflussen und nicht, was in den anderen Partien und Gruppen passiert. Und überlegt sich dann halt vielleicht jetzt so ein Punkt oder so ein Weg und dann nachher spielen die ganzen Gegner nicht mit, was gut passieren kann. Also ich halte davon nicht allzu viel. Ich glaube, man muss kommen, man muss es nehmen, wie es kommt. Und wenn man weiter so in diese Leistungsniveau hält und eben sich auch in der K.O.-Phase dann vielleicht noch steigern kann, dann muss man, glaube ich, vor keinem Gegner Angst haben. Es wird jetzt nicht so sein, dass man sagt, boah, die hauen wir locker weg und auch den Gegner hauen wir locker weg. Das definitiv nicht. Ich glaube, da war jetzt das Schottland-Match einfach die Schotten falschen Fuß erwischt und Deutschland eben auch noch gut drauf. Eine Ausnahme. Ich glaube, dass alle anderen Partien wesentlich enger ablaufen werden, auch jetzt schon das Schweiz-Match. Und sobald es ins K.O.-Rennen geht, gibt es sowieso keine Jausengegner mehr. Da wird das alles extrem ausgeglichen sein oder relativ ausgeglichen sein, nehme ich doch an. Erwartest du Änderungen in der Aufstellung von Julian Nagelsmann? Ja, eben durch die Sperren könnte schon oder drohenden Sperren schon sein, dass hier oder da ein bisschen reagiert wird. Aber ja. Aber du erwartest jetzt keine B-Elf, weil es also um nichts mehr geht? Nee, ist auch nicht der Fall. Also außer man sagt halt wirklich, wir wollen die definitiv diesen zweiten Platz haben, weil die da ein ganz anderes Bild haben wie ich. Ich würde es so nicht machen. Ich würde schauen, dass man diesen Flow mitnimmt und auch probiert, wenn es irgendwie möglich ist, und auf den dritten Sieg auch zu gehen, weil ja, würde die Brust einfach noch weiter anwachsen lassen. Und ich würde es eher darüber versuchen, eben selbst wenn dann ein größerer Gegner kommt, zu sagen, okay, aber wir haben bis jetzt alle drei Matches gewonnen. Ihr müsst uns auch erstmal schlagen. Gut, dann freuen wir uns auf das. Ja, eine kleine Sache, eine noch zum Statistik zum Schweiz-Match. Also die letzten zwei Duelle war in der Nations League.
Da gab es jeweils ein Unentschieden in Deutschland 3-3, in der Schweiz ein 1-1. Und ansonsten gab es Duelle bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen. Da von diesen restlichen 5 Duellen hat Deutschland nur ein einziges verloren. Ansonsten gab es Siege und einmal ein Unentschieden, also 4. 3 Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden von den Anspielen in der Europameisterschaft. Ist es jetzt das allererste Aufeinandertreffen? Du, Trommelwirbel, Tippspiel. Da waren wir eh einen schönen Einspieler dafür auch. Ja, eh. Na, schön, lässt sich streiten. Wir haben einen Einspieler auf jeden Fall. Ja, genau. Euro, ja. Tippspiel, ja, da geht es ordentlich ab. Durch diese vielen, oder auch, dass es immer wieder einige Last-Minute-Tore gibt, ist man sich schon, sicher nicht, aber fiebert man schon gewissen Punktzahlen entgegen und dann kriegt man doch irgendwie kurz vor Schluss doch wieder eins in die Fresse, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, und muss sich dann doch wieder mit gar keinen oder weniger Punkten begnügen. Oder auch mehr. Ja, Die Probleme haben jetzt so diese Top-Spieler bis jetzt nicht, wenn ich das so anschaue. Giovanni thront ganz oben mit 55 Punkten vor Zaviola 666, 54 knapp dahinter und auch noch super gut im Rennen. Zimpf mit 53, Andi 68 mit 52 und auch der Flo mit 50 noch in den Top 5. Danach, dahinter gibt es den Litschi, war ja auch schon ein Gewinner und bei dir im Theater. Und dann kommst schon du, Stefan, mit 47 Punkten. Auf Platz 7 gemeinsam mit Timothy und 1 Gewinner. Ja, und ich im Moment auf Platz 19 mit 42 Punkten, das heißt, ja, 5 Punkte dahinter, wäre jetzt also irgendwo ein Sieg. Wenn bei der normalen Wertung in Deutschland oder Österreich beteiligt ist, kann es dann auch ruckzuck sogar mehr Punkte geben. Die Messe noch lange nicht gelesen und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Auch weil es ja nach dieser Euro dann wieder im normalen Turnus mit unserem Tippspielen weitergeht. Wenn jetzt noch jemand sagt, ja, Top 3, wo es jetzt dann die Preise dafür gibt, werde ich wahrscheinlich nur noch schwer erreichen. Aber ich habe einfach jetzt Lust und Bock, da noch mit dabei zu sein. Ist es jederzeit gratis möglich noch, Stefan? Genau, auf kicktipp.at/nogo und es wird ja danach, also nach der WM, auch noch weitergehen mit 9 Tippspielen. Die eine EM ist, ja. Juhu, ich glaube, das war der erste Versprecher jetzt, oder? Das war das erste Mal, oder? Kann gut sein, du hast es eigentlich schon mehrfach angekündigt, dass es dazu kommen wird. Ja, und jetzt ist es soweit. Ja. Trommelwirbel, Versprecher. Der nächste. Gut, live on air tippen wir immer nur die Deutschland- und Österreich-Partien. Als nächstes gibt es die Deutschland-Partie Schweiz gegen Deutschland am Sonntag um 21 Uhr, lieber Stefan. Oh nein, das wird wieder eine Nachtschicht. Ja. Die nächsten beiden Spiele werden wieder Nachtschichten. Ja, also ich war relativ unsicher, was ich da tippen soll und habe es eigentlich bis vor 45 Sekunden nicht gewusst. Jetzt hast du es mir leicht getan. Ich tippe auf ein 2-2. Gut, und ich sage 1-2. Okay. 2-2. Weil es hat ein 1-1 gegeben, ein 3-3, jetzt gibt es ein 2-2. Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht, vielleicht. Ja, gut, dann war es das vom Tippspiel. So schaut's aus und prinzipiell war es dann auch mit Euro-Nogo Nummer 6, Stefan. Ja, es war eine wieder wunderschöne Folge, aber dass die Folge schön wird, habe ich dir im Vorhinein auch schon sagen können, nach dem Österreich-Spiel. Sind wir jetzt hier alle euphorisiert in der Alpenrepublik, wie du sagen würdest? Ja, du, wir sind beide auf einem guten Weg. Deutschland schon im Achtelfinale, auch Österreich kann das jetzt noch gut schaffen und am Sonntag werden wir dann weiter darauf eingehen und uns erneut unterhalten, wie du gesagt hast, dann in der Nachtschicht. Wie war das Match Schweiz gegen Deutschland? Was von unseren Prognosen ist tatsächlich eingetreten, nicht nur tipptechnisch, sondern auch sonst? Wie hat sich die Natti geschlagen? Gab es da wieder eine Umstellung oder wie hat Julian Nagelsmann aufgestellt und welchen Plan verfolgt er? Plus, wir gehen natürlich dann auf das in dem Fall nächste alles entscheidende Match der Österreich ein, gegen die Niederlande und werden uns anschauen, wie sind da die Vorzeichen, was ist drin, was muss man erreichen, genau, um dann tatsächlich die K.O.-Runde fix zu machen. Genau, und ich werde noch recherchieren, wann man Holland und wann man Niederlande sagt, weil das weiß ich nie. Okay, na dann.
Dann schau dir das noch an. Holland ist eigentlich nur ein Teil der Niederlande, soweit ich das weiß. Aber ja, du wirst uns dann berichten. Dann passt, mache ich. Dann wünsche ich dir, Markus, schöne Tage bis Sonntag. Wir hören uns am wir alle hören uns am Sonntag wieder. Und es ist ja jetzt auch schon fix, dass wir über die Gruppenphase hinaus No-Go weitermachen müssen, weil ja Deutschland schon aufgestellt dürfen, ist. Dürfen. Ja. Wir dürfen weiter servicieren. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall dabei darauf, dass ihr weiter mit dabei seid. Tragt es in die Welt, Euro-No-Go. Wir hoffen, dass vielleicht dann auch in diesen weiterentscheidenden Spielen noch mehr Leute einschalten, noch mehr Leute mit dabei sind. Und ja, bis dahin alles Liebe, alles Gute und ein schönes Wochenende. Ciao. Euro-No-Go kommt mit uns auf Tour.